Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Ja, wir sind ja noch in dem hier. Oh, Wert haben wir schon zwei. Ordentlich. Bilanz. Ja, wir machen mal weiter. Schauen wir mal. Weil ich hatte da irgendwie so das Problem, dass ich ja dieses zweite Upgrade da nicht hinbekommen habe. Weil ich keine Upgrade-Möglichkeit hatte. Oder habe. Wie auch immer. Verkaufen? Nein, das wollen wir ja nicht, ne? Jetzt gucken wir nochmal. Ob ich irgendwo einen Upgrade-Teil habe. Da vielleicht? Nein. Toilette keins. Naja. Installiere Upgrades an zwei Maschinen, ja. Was mit dir hier? Du machst Pause, okay. Da fehlt ein Doktor. Wo ist der? Ah, da, zur Pause. Deluxe Clinic calling Doctor. Yes. Da kommt doch schon jemand. Schau mal einer, guck. Hey, du stehst im Weg. Ah, jetzt. Hey, Meister. Ich glaube, dass du nicht richtig bist. Da musst du hin. Und mittlerweile 9 Leute. 1, 2, okay. Was haben wir hier? Hier fehlen auch zwei Doktoren. Wo sind die denn? Ah, da ist einer. Ne. Wo sind denn die Doktoren hier? Doctor's GP's office. Eieiei. Oh, 6. Respekt. Alle machen sie gemeinsam Pause. Entleuchtungsklinik. Sehr gut. Wo gehst du jetzt hin? Das sind zwei davon, das ist okay. Ja. Oh je. Was ist da los? Reporter zu Besuch. Ja. Lassen wir ihn kommen. Hey, hier ist voll, Junge. Was ist da los? 6. Hungry. Anxious. Lonely. Eat some cheesy gubbins. Cheesy gubbins. So, was haben wir da? With nothing to lose. This is Two Point Radio. VIP arriving. Please prioritize their amusement over patient well-being. Vor allem die Kotze auf dem, da ist doch gar nichts. Ich brauch mal. Okay. Maintenance announcement. Einer gestorben. Da, okay. Wo sind denn meine ganzen Hausmeister hin? Hat der Geist da gelassen? Nein. Doch. Oh Mann. Das ist kein Geisterjäger. Oh je. Das ist ein Geisterjäger. Wo ist der Geist? Da ist er. Fang ihn! Sehr gut.
So. Personal. Und zwar die da. Die müssten alle drei das machen und keiner macht's. Warum nicht? Beförderung. Befördern. Die ganzen Pflanzen gehen hier ein. Ja, die hat er gemacht, die hat er auch gemacht. Die aber nicht. Hier auch. Machen. Alles machen. Was ist da los? Die ganzen Pflanzen gehen hier ein. Was ist das? Kann ja wohl nicht wahr sein. Da. Was? Eine Krankenpflegestation? Was für eine Krankenpflegestation? Das ist auch noch recht groß, ne? Gekauft habe ich das ja schon. Mehr kann ich nicht machen, eh nicht machen, ne? So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Bearbeiten. Ein bisschen Platz, dass ich bearbeiten. Wir machen das genau so rum. Müssen wir die Pflanze da wegtun? So, jetzt brauchen wir noch eine Tür. You're listening to Harrison Wolf on 2-Point Radio. You're listening to 2-Point Radio with your resident weirdo. So, jetzt Harrison Wolf. Immer noch nicht. Stay tuned for some great music. You never know. We might get lucky. So, jetzt aber. Tür. Fertig. Oh nein. Welche? Was denn? Nee. Maintenance announcement. Plants need water. Nein, das wollte ich nicht. Was ist denn da? Ja, dann verkaufen die halt. So. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Beeindruckt. Was? Bedrucke den VIP mit neuen Krankenhausbelohnung. Okay. Okay, alles klar, passt. So, nochmal. Objekte. Bank. So. Genau. Jetzt müssen wir hier mal den Dings rufen. Ey.
ist ja eine Katastrophe, wie das hier ausschaut. Hä? Ist doch wohl echt eine halbe Katastrophe. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Sieht alles ein bisschen wüst aus. So. Wie gestalten wir das jetzt am gescheitesten? Das ist die Frage. Oh. Wir verkaufen das mal alles. Nein. So. Gut. Jetzt haben wir da wieder Platz geschaffen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, ob wir hier lieber noch Ärzte-Dingens-Bummens hinbauen, weil die sind ja immer permanent überlastet, die Dinger. Ich glaube, das wäre sogar echt sinnvoll. Zuerst machen wir aber. Ja, mal gucken. So. Oh. So. So. In den kleinen Wartebereich. Ich nicht. Dann machen wir das so. Und an die Rückseite von diesem Wartebereich tun wir Getränke auch mal. So. Einen großen Abfalleimer. Zack. Und ein Dattelautomat. So. Und dann Arztpraxis. Machen wir hier noch eine Arztpraxis rein. Das ist eigentlich viel zu groß. Macht überhaupt keinen Sinn. So, machen wir das. Machen wir hier die Tür rein. Ja. Aktenschrank. Sehr gut. Dann machen wir hier noch ein Fenster rein. Die Waage dahin, großen Abfalleimer, Feuerlöscher brauchen wir keinen, Desinfektion dahin, Trinkbrunnen, ja, so, dann noch ein Bücherregal, ein Trophäenschrank, Prestigestufe 3. Dann haben wir noch hier Pflanzen, ne? Immer wichtig. So. So. Na gut, bauen wir doch ein paar Löcher rein, weil wir haben so viel Platz hier. Trinkbrunnen haben wir. Ach, dann machen wir hier einfach auch noch ein Bücherregal hin. Zack, Stufe 4. Gut. Dann einstellen, Arzt. Der da. Dieblich. Der Herr Dieblich. Personal. Arzt. Wo ist denn der Herr Dieblich? Da. Der macht nur das. Das heißt, ich habe jetzt. Achso, Okay.
Also die Ärzte machen tatsächlich wirklich nur das, weil sonst ist das eine halbe Katastrophe. Nein, Klinik nicht, also doch da erlauben. Aber keine Psychiatrie. Psychiatrie sind nur zwei. So, und das machen die auch. Fertig. So, 1, 2, 3, 4. Zweimal die. Dann haben wir Erleuchtungstöpfe, bla. Erleuchtungsklinik, zwei Stück. Wir haben doch nur eine. Oder? Also 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt einen Arzt. Jawohl. Zweiter Arzt. Dritter Arzt. Vierter Arzt. Korrekt. Okay, gut. Alles klar. Der ist in der Psychiatrie. Korrekt. Der ist in der Radiologie. Ne, Erleuchtungsklinik. Okay. Da bleibst du auch. So. Der. Ach, gerade Pause oder was? Psychiatrie. Ist die andere Psychiatrie, oder? Und da ist nämlich keine. Okay, gut. Ja, das passt. Die geht nicht in die Erleuchtungsklinik. Die geht dahin. So. Weil da ist jetzt aktuell keiner, oder? Ach, Quatsch. Ist ja da. Wir haben gar keinen in der Radiologie. Entleuchter? Ah, brauche ich ja gar nicht. Ah, so, Töpfer. Hier haben wir noch Töpferdingensbummens. Da haben wir einen Töpferdingensbummens. Erleuchtungsklinik 2. Nein, so. So wäre das am besten. Ja, genau. So machen wir das jetzt. So. Ja, wir müssen hier unbedingt ein bisschen Platz schaffen. Das heißt, ich brauche jetzt noch... Wir bauen jetzt hier noch eine Apotheke rein. Warte mal. So, bearbeiten. Das machen wir so. Genau. Und dann können wir nämlich noch hier... Genau. So, du gehst dahin. Ach da. So. Haben wir hier noch das Bild? Das Bild. So, jetzt haben wir das schon mal. Gut, dann kommt das dahin. Der Mülleimer dahin. Der Trinkbrunnen kommt dahin. Und das dahin. So, was können wir da noch reinsetzen? Eine Waage haben wir drinnen. Desinfektions haben wir auch da. Trinkbrunnen haben wir auch. Mülltonne. Süßigkeitenspender. Den holen wir nochmal. Zack. Ja, genau. Ja, da müssen wir halt dann mal schauen. Das müssen wir ja erst alles freischalten, ne? Es ist halt blöd, weil hier so viel frei ist, ey. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. So.
So, jetzt machen wir es einfach mal so. Jetzt reduzieren wir das Ganze wieder. So, jetzt brauchen wir hier die Tür. So. So. Was machen wir da noch? Den Desinfektionsspender, da. So, jetzt haben wir auch wieder Stufe 4. Guck mal einer an! So. Wo ist jetzt die Tante? Da. Beziehungsweise der. Du kommst mit. Gehst dahin. Genau, weil das ist doch besser, weil das ist sonst blöd. Das ist Quatsch. So. Jetzt tun wir hier noch Objekte. Süßigkeiten-Spender. Jawohl. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier noch die Bänke. Verkaufen. 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 So. So, jetzt machen wir hier nochmal eine kleine Apotheke hin, genau. Dann haben wir zwei nebeneinander. Dann machen wir gleich so, oder? Ne, machen wir so. So ist gut. So, dann machen wir da die Tür hin. So, dann machen wir hier noch Fenster hin. Zack. Aktenschrank. Abfalleimer. Feuerlöscher brauchen wir auf jeden Fall. Desinfektionsmittel dahin. Trinkbrunnen nehmen wir auch noch mit. So, Süßigkeitenspender. So, Pflanzen natürlich. So. Und noch ein paar Poster hier. Wenn wir ein bisschen hochkommen hier, was Prestige angeht. Die Musik ist schon ein bisschen eintönig, ne? Nur ein bisschen. Aha, das ist ja nice. Okay, dann machen wir da auch einen Sinn. So. Zack. So, Stufe 4 erreicht. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Krankenpfleger, glaube ich. War doch Krankenpfleger, oder? Ja. Dann nehmen wir die. Wie heißt sie? Wenda. So, oder er. So, Personal. Krankenpfleger. Wo ist der Wenda? Da ist er. Wenda arbeitet nur da. Nur da. So. Das müssen wir mal hier auch nochmal einstellen. Die arbeitet dort. Okay, und da. Okay, ja, nein, das machen wir nicht. So, dann haben wir hier. Das ist korrekt. Das ist ebenfalls korrekt. Und die arbeitet in der Diagnosekomponente. Ja. Ich würde die lieber. Ist das Radiologie? Nee. Ich würde den lieber
Ah, da tut der halt überall arbeiten. Ah, nee. Radiologie kann er arbeiten, aber auch nicht in der Pharmatheke. Ja, das muss ich jetzt gleich noch ändern. Dann nehme ich den jetzt raus. Und tu den da reinsetzen. Der kommt dann hier rein. Zack. So. Genau. So, dann haben wir ihn noch. Das ist auch, jawohl. Chloe arbeitet in der Radiologie und in allgemeinen Diagnose. Nein, wir machen nur Radiologie. So. Ah, keiner ist in der Allgemeindiagnose. Doch. So. Jetzt hat. Was haben wir hier? Ja, das haben wir schon gemacht. Das passt auch. Okay, gut. Sehr gut. So. So, können wir den jetzt eigentlich upgraden hier? Ja. Sehr gut. Das ist schon mal top. Dann haben wir nämlich auch gleich das zweite. Zwei Pharmatheken. Dann haben wir das. Das, die. Dann haben wir hier noch ein Ärztezimmer. Ja, was, glaube ich, angenehmer ist. Und jetzt müssen wir halt dann hier... So. Aufheben. Dann machen wir das so. Dattelautomat. Dahin. Und den Dattelautomaten... Da ist nämlich keiner. So. Bücherregal. Wo stellen wir das Bücherregal hin? Am besten da. Finde ich gut. Weil der hat jetzt hier bloß noch keine... Doch, da Sitzplätze. Okay, passt. So, Mülleimer. Haben wir da... Nein. So. Jetzt müssen wir hier mal einrufen, weil das nervt mich jetzt schon wieder hier. Da das nicht gemacht wird, muss ich das halt machen, schnell. So. Wir wollen es doch schön haben hier im Krankenhaus, Mensch. Ja, los. Hin da mit euch. Naja, hier sieht das schon wieder sehr gut aus. Nein, doch nicht. Da ist noch einer. Ja, und ansonsten sieht es eigentlich ganz okay aus. Ja. Den Feuerlöscher. Wo tun wir den hin? Den tun wir hier ins Klo stellen, herrlich. Zack. Und dann haben wir noch das Blümchen. So. Und dann tun wir jetzt da noch schnell. Also das kann ich ja schon mal wieder weiterlaufen lassen. Die Bänke hin. So. Was haben wir hier? Promi-Patient. Ich stelle bei einem Patienten eine Diagnose und heile ihn aus Behandlungsraum, Apotheke 2. Okay, alles klar. Kein Problem, dann machen wir. Na toll. Hier brauchen wir auch jemanden. Einer? Gar keiner. Das ist schon mal gut. Ah, jetzt wird das hier auch mal weniger. Das ist gut. Sehr gut. Oh, der hat gleich 3, 4. Alter. Ja, es wurde auch mal Zeit, dass du hier die Blumen gießt, Junge. Mann, Mann, Mann. Kann sich jetzt mal verfickt noch mal einer um den... Na, endlich.
Das wird aber auch Zeit. Und warum ist da schon wieder keiner? Wo ist der? Junge. Was stimmt denn mit dir nicht? Mal gucken hier. Assistenten. Ah, das ist aber sehr gut. Durstig, charmant, lustig, Lehrer. Okay. Lustig, besitzt elegante Tasche. Mhm. Angst vor Robben. Okay. Gut. Wenn das hier gleich abgeschlossen ist. Nehmen wir noch mit. Auszeichnungen. Und alles, bis auf keine Todesfälle. War ja klar. Bestenliste. Sind wir nicht so gut. Naja, geht. 87% Heilungsrate. Ruf 99. Jährlich geheilt 98. Jährlicher Gewinn. Nun ja, da sind wir noch nicht so super. Zack, runter. Personal, Gehalts, Energie, Ausstattungslevel, Krankenhaus, Attraktivität, Bedürfnisse, Energie, ja, okay. Patienten. Gut. So, wenn das jetzt gleich fertig ist, dann haben wir nämlich das hier auch gleich fertig. Dann haben wir ein 2-Sterne-Krankenhaus. Upsala. Da! Was ist da los? Glückwunsch! Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Die Lebensdauer eines Unternehmens übertrifft selbst die kühnsten. Ach so, meines Unternehmens. Die kühnsten Wetten in unserem Büro. Wenn sie anwächst und du immer mehr Bälle in der Luft halten musst, rückt der unvermeidliche Absturz immer näher. Denk lieber nicht darüber nach. Ja, wie nett. Umtöpfer Stufe 2. Aha. Na, dann machen wir den noch gleich mal hier. So, zack. Haben wir das auch gemacht, ne? Attraktivität haben wir noch nicht genug. Das ist halt, naja. Freigeschaltet. Ja, das habe ich schon gemacht. Okay. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Alles weitere dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gerne ein Like, Abo oder auch, wenn ihr wollt, in die Kommentare gerne vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks. Vielleicht habt ihr da ja was. Dann kann ich das vielleicht sogar mit einbauen. Also, bis dann. Ciao.